Okay, heute mal etwas komplett anderes. Momentan bin ich heiser wegen einer Erkältung und zu viel Sprechen beim Livestream am Mittwoch. Das war wohl echt nicht so schlau. Naja, heute geht es also passend dazu mal um Erkältungen in Yu-Gi-Oh! Wenn euch der Stil mit der Vorlesestimme nicht gefällt, ist das okay. Aber teilweise kann es echt sehr lustig sein. Also wie kann man ein Video über Erkältungen machen? Das ist ein Scheißthema, oder nicht? Naja, ab und zu sehe ich diese Leute, die erkältet auf ein Turnier kommen. Und das ist eigentlich schon sehr egoistisch. Mir geht's gut, ehrlich. Da man beim Duell aneinander sitzt und Gedränge bei den Pairings herrscht, ist es garantiert, dass man andere ansteckt. Und nichts ist nerviger als eine Erkältung, laufende Nase, Husten, Halsschmerzen, schlapp fühlen und auch Heiserkeit, wenn man nicht die Klappe halten kann. Shame on me. Shame. Was ich also von jedem erwarte, der auf ein Turnier geht, ist eine Packung Taschentücher mitzunehmen. Egal ob man erkältet ist oder nicht, es kann auch anderen Leuten sehr helfen. Falls ihr niesen müsst, bitte tut das dann auch in ein Taschentuch. In den Ärmel niesen ist nicht die beste Möglichkeit, da dann oftmals auch Viren im Raum verteilt werden. Und auf gar keinen Fall in eure Hand niesen. Bitte. Bitte nicht in eure Hand. Ihr berührt sehr oft die Karten des Gegners und könnt nicht so einfach beim Duell eure Hände waschen gehen. So werden natürlich die gegnerischen Karten mit Bakterien beschmutzt. Beschmutzt, 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 beschmutzt. Die wohl beste Möglichkeit wäre ja ein Desinfektionsmittel mitzunehmen. Dann musst du dir keine Sorgen mehr um fehlende Seife in den Toiletten machen. Dooferweise ist das nämlich echt häufig der Fall. Desinfizieren hilft eben auch super, wenn man nicht erkältet ist. Ich berühre dich mit steril! Meistens stecken wir uns an, indem wir uns ins Gesicht fassen. Es ist beeindruckend, wie häufig man das unbewusst macht. Versucht euch beim nächsten Turnier mal selber dabei zu ertappen. Je nach Grad der Erkältung ist es aber sowieso für alle besser, wenn du zu Hause bleibst. Yu-Gi-Oh! Ist ein Hobby, was viele Menschen über einen langen Zeitraum an einen Ort versammelt. Erkältungen können schon weitergegeben werden, noch bevor ihr Symptome der Krankheit aufweist. Seid ihr dem einfach bewusst und die Chance angesteckt zu werden verringert sich. Wenn dir jemand dreist ins Gesicht hustet, kannst du jedoch echt nichts dafür. Hahaha. Okay, das war's auch schon vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, dass ihr in Zukunft an das Wohl der anderen denkt, bevor ihr auf größere Turniere wie die Deutsche Meisterschaft geht. Was sind eure Geheimtipps, um sich bei Turnieren nicht zu erkälten? Schreibt sie mir mal in die Kommentare. Und dann hoffe ich, wir sehen uns nächsten Freitag, natürlich wieder mit der echten Stimme.